nehmen von den Dingen, die sie liebt. Bianca Scholten hat Krebs. Sie weiß, dass sie bald sterben wird. Der Tod, ein Tabu mit vielen Fragen, auf die wir Antworten finden wollen. Wir dürfen Bianca begleiten, als sie noch einmal mit ihrer Mutter den Frankfurter Zoo besucht. Meine absoluten Lieblingstiere sind Pinguine und vielleicht ist es mein letzter Zoobesuch. Es gibt keine Worte dafür, um meine Gefühle zu beschreiben. Die gibt's nicht. Abschiedsbriefe an Freunde und Verwandte. Das ist Biancas Art, das Unfassbare zu verarbeiten. Erst vor einem Jahr bekam die 39-Jährige die Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Auf ihrem Zimmer in einem Frankfurter Hospiz erzählt sie uns, wie sie sich auf ihren Tod vorbereitet. Sogar ihr Begräbnis hat sie schon geplant. Die meisten Leute verdrängen das, weil das ist wirklich ein Tabuthema. Es ist sehr, sehr schwierig, sich damit zu beschäftigen. Ich wollte wissen, woran ich bin. Mir ist Ehrlichkeit ganz wichtig. Ich will wissen, was passiert. Ich will wissen, warum das passiert. Ich weiß nicht, wie lange ich habe. Da kann einem keiner eine Prognose geben, aber ich werde jeden Tag bis in die letzten Züge genießen. Im Hospiz St. Katharina ist der Tod kein Tabuthema. Hier wird ganz offen darüber gesprochen. Auch deswegen hat Bianca sich diesen Ort ausgesucht. Ihr Pfleger Thomas Rettenmeier gestaltet die verbleibende Zeit seiner Patientin so schön wie möglich. Ihre Mutter hatte angeboten, sie zu Hause zu versorgen, doch das wollte Bianca ihr nicht zumuten. Im Hospiz verbringt sie nun ihre letzten Tage wie in einer großen Wohngemeinschaft. So empfindet sie es. Das Hospiz ist kein Ort, an dem man Angst haben muss. Hier wird man freundlich aufgenommen, hier wird geguckt, dass die Lebensqualität, die ist ja auch sehr, sehr wichtig, die Schmerzen, Essen, Trinken, sich wohlfühlen, dass das hier gewährleistet wird und dass da, hier wird auf Würde geachtet. Sterben in Würde. Bianca Scholten möchte so aus dem Leben scheiden, wie es bei der Palliativpflege am Universitätsspital Lausanne als ideal beschrieben wird. Hier nehmen sich Ärzte, Psychologen und Physiotherapeuten viel Zeit für die Todkranken. Für den Palliativmediziner Gian Domenico Borasio gehört der Tod zum Leben. Er rät, das zu akzeptieren und sich auf ein gutes Sterben vorzubereiten. Jahrhundertelang war es für jeden Arzt Alltag, Sterbende auf ihrem Weg zu begleiten. Aber durch den medizinischen Fortschritt ist die Lebenserwartung erheblich gestiegen. Der Tod lässt sich heute oft lange aufhalten. Viele Ärzte, so glaubt Borasio, ließen sich davon blenden. Ich habe den Eindruck, dass die moderne Medizin ein bisschen vergessen hat, dass jeder Mensch trotz allem irgendwann sterben wird. Letztlich geht es darum, das in die Medizin wieder einzuführen, was ich als das liebevolle Unterlassen bezeichnet habe. Und das hat etwas damit zu tun, dass man den Wert des natürlichen Todes wiederentdeckt. Das Sterben nicht technifizieren, den Tod nicht tabuisieren. Beides fällt schwer in einer Zeit, in der Jugend, Dynamik und Erfolg hoch im Kurs stehen. Umso größer ist die Angst vor dem Danach. Die könne er seinen Patienten nicht nehmen, meint Borasio. Was wir sehr wohl nehmen können, sind die Ängste vor dem Sterben. Die Möglichkeiten der modernen Palliativmedizin haben sich so entwickelt in den letzten Jahren, dass wir in fast allen Fällen einen qualvollen Verlauf der letzten Lebensphase verhindern können.
Eine Aussicht, die helfen kann, den Tod als Teil unseres Lebens zu akzeptieren. Denn das Sterben ist schon in uns angelegt, wenn wir noch Kleinkinder sind. Von Geburt an und sogar schon im Mutterleib sterben tagtäglich Millionen unserer Zellen einen programmierten Tod. Nur dank dieser sogenannten Apoptose kann sich unser Körper gesund entwickeln. Ohne Zelltod kein Leben. Dieser Mechanismus ist in der Entwicklung des Embryos von großer Bedeutung, denn mittels dieses Mechanismus wird zum Beispiel sichergestellt, dass wir die richtige Anzahl an Fingern und an Zehen und an Nervenzellen in unserem Körper haben. Das bedeutet, wenn Sie so wollen, der Tod als physiologischer Mechanismus begleitet uns tatsächlich nicht nur von der Wiege bis zur Bahre, sondern sogar schon vorher. Zellen sterben, aber sie werden auch erneuert. Warum läuft dieser Prozess nicht unendlich weiter? Diese Frage untersucht Christoph Englert am Institut für Altersforschung in Jena. Eine Grundlage seiner Studien ist die Telomertheorie. Telomere sind die Schutzkappen für unsere Chromosomen, in denen die Erbinformation liegt. Bei jeder Zellteilung verkürzt sich diese Schutzkappe. Das Schwinden der Telomere, offenbar die Ursache für Altern und Tod. Deshalb werden sie auch als innere Uhr sozusagen bezeichnet. Sie zählen also in gewisser Weise unsere Lebenszeit. Ich würde mal so weit gehen zu behaupten, es ist noch kaum jemand an zu kurzen Telomeren gestorben, aber es gibt eine sehr starke Korrelation zwischen Krankheiten und Telomerverkürzung. An Prachtgrundkerbflingen lässt sich der Einfluss der Gene hervorragend beobachten. Ihre Lebenszeit läuft rasant ab. Kein anderes Wirbeltier hat eine schnellere Generationenfolge. Christoph Englert paart jeweils die langlebigsten und die kurzlebigsten dieser Fische. Nach einigen Generationen lässt sich feststellen, welche Gene für Altern und Tod verantwortlich sind. Der Altersforscher glaubt, dass die Erkenntnisse auf den Menschen übertragbar sind. Seine Theorie: Gene sind entscheidend für die Lebenserwartung. Wie gesund wir leben, hat im Vergleich dazu weniger Einfluss. Es gibt Menschen, die eben 110, 120 werden können. Die werden das auch, obwohl sie vielleicht rauchen. Vielleicht ist Helmut Schmidt auch ein Beispiel dafür, der wohl sehr gute Gene hat. Der raucht offensichtlich und ist ja auch wirklich dafür berühmt und bekannt. Dem scheint das nicht zu schaden. Also das sieht man eben doch, die Macht der Gene ist, fürchte ich, sehr groß. Und doch, ob Fisch oder Mensch, sterben müssen alle, um Platz zu machen für eine neue Generation. Jährlich versterben in Deutschland etwa 870.000 Menschen. In Österreich sind es rund 80.000. In der Schweiz 65.000. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind für rund 40% der Todesfälle verantwortlich. Krebs ist mit 25% die zweithäufigste Todesursache. Unter den nicht natürlichen Todesursachen sind Stürze mit gut 1% die häufigste. Fast ebenso viele Menschen nehmen sich das Leben. Der Anteil der Toten durch Verkehrsunfälle 0,5%. Die Rechtsmediziner in der Frankfurter Uniklinik begutachten überwiegend nicht natürliche Todesfälle. Marcel Fairhoff leitet das Institut. Seine Aufgabe, herauszufinden, woran ein Mensch gestorben ist und ob ein Fremdverschulden vorliegt. Auf dem Obduktionstisch liegt heute die Leiche eines 46-Jährigen. Er war 6 Tage lang nicht zur Arbeit erschienen. Die Polizei fand ihn schließlich tot in seiner Wohnung. Also hier bei dem Leichnam gibt es schon mal einen Befund beim Eröffnen des Bauches, den man sieht, dass die Harnblase sehr hoch steht, 12 cm über dem Schambogen, was bedeutet, dass sie prall gefüllt ist. Und das haben wir eben sehr oft bei Vergiftungen.
links fünfte Rippe. Doch dann stellt sich heraus, der Mann starb an einem Blutgerinnsel im Gehirn. Möglicherweise verursacht durch Drogenmissbrauch, vermutet Marcel Fairhoff. Pro Woche obduzieren die Gerichtsmediziner rund 15 Leichen. Die Präparatorin Vera Heine ist neu im Team. Marcel Fairhoff zeigt ihr, was beim Verbluten geschieht. Also das hier ist eine typische Stichverletzung mit einem einschneidigen Werkzeug. Wir sehen hier, dass wir einen spitzen und stumpfen Wundwinkel haben. Der Stich von hier praktisch gekommen und wieder die Messer. Die Leiche hatte 15 Stichverletzungen. Wenn ein Mensch mehr als die Hälfte seines Blutes verliert, ist sein Tod kaum noch aufzuhalten. Ein Blutverlust in der frühen Phase führt zum allgemeinen Schwächegefühl, Müdigkeitsgefühl, Abgeschlagenheitsgefühl. Und dann in der weiteren Phase kommt es zur Kälte, weil die Peripherie im Rahmen dieser Schockentstehung nicht mehr durchblutet wird und dann irgendwann zur Bewusstlosigkeit. Im Extremfall kann ein Mensch innerhalb weniger Minuten an Blutverlust sterben. Tod durch Verbluten, Fälle wie dieser landen relativ häufig in der Rechtsmedizin. Aber Marcel Fairhoff untersucht auch viele andere nicht natürliche Todesarten. Was geschieht zum Beispiel beim Tod durch Feuer? Lothar Schmidt ist diesem Schicksal nur knapp entkommen. 1995 rückt der Feuerwehrmann zu einem schicksalhaften Einsatz aus. Brandalarm in einem Fitnesscenter. Mit zwei Löschfahrzeugen fahren Lothar Schmidt und seine Kollegen zur Einsatzstelle. Es sieht nach Routine aus. Nur eines macht den Männern Sorge. Der schwarze Rauch, der immer dichter wird. Üblicherweise tritt der Tod im Brandgeschehen bereits vorher ein durch eine Rauchgasvergiftung. Und dieses Kohlenmonoxid belegt eben das körpereigene Hämoglobin in den roten Blutkörperchen, das eigentlich den Sauerstoff transportieren soll. Und dann steht das nicht mehr zum Sauerstofftransport zur Verfügung. Wir haben dann ein inneres Ersticken. Aber Rauchgase sind auch entzündlich. Plötzlich kommt es zu einer Durchzündung, einem sogenannten Flashover. Wir waren also beide in diesem Flashover mittendrin eigentlich. Und das sind sehr hohe Temperaturen, die da dann auftreten. Es waren so geschätzte 600 bis 1000 Grad Durchzündungstemperatur. Auf dem Helm hatten wir so ein Klappvisier als Gesichtsschutz zusätzlich. Der war aus Kunststoff, ist total zerschmolzen alles. Das Nackenleder ist verbrannt. Deswegen habe ich auch am Hinterkopf Verbrennungen und es waren höllische Schmerzen. Ich weiß noch, dass ich ganz laut geschrien habe, als das passiert ist. Lothar Schmidts Haut war zu 40% verbrannt. Ein lebensbedrohliches Ausmaß. Allein um seine Hände zu retten, waren 20 Operationen notwendig. Die Lederhandschuhe, die ich anhatte, die waren vom Löschwasser waren die nass geworden. Das nasse Leder, das schrumpft um ca. 50% bei der Hitze. Das heißt im Prinzip, die Verletzungen, die ich an den Händen habe, ist keine Verbrennung in dem Sinn, es ist einfach verkocht letztendlich. Schwere Verbrennungen zerstören die Feuchtigkeitsbarriere der Haut. Bakterien und Viren dringen ein. Seine Ärzte bezeichnen es als Wunder, dass Lothar Schmidt überlebt hat. Ich habe an meine Frau gedacht und an meine Freunde. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ein ganz starker Gedanke war, das überlebt sicher nicht drin. Lothar Schmidt konnte weiter als Feuerwehrmann arbeiten im Innendienst. Doch das Unglück hat ihn verändert. Man freut sich des Lebens, das ist eine vollkommen klare Sache. Aber es ist auch schon eine gewisse Portion Angst irgendwo dabei. Rund 400 Menschen sterben jährlich in Deutschland durch Brände. Etwa ebenso viele ertrinken. Ein professioneller Rettungsschwimmer demonstriert uns, wie es zum Tod im Wasser kommen kann.
Ein Hobbyfischer ist allein unterwegs. Als er nach seiner Angel greifen will, unterläuft ihm ein tragisches Missgeschick. Beim Eintauchen hat er Wasser eingeatmet. Ein Reflex, gesteuert durch die Wärmerezeptoren des Körpers. Das nur 15 Grad kalte Wasser löst einen Kälteschock aus. Atmung und Schwimmbewegungen laufen nicht mehr koordiniert ab. Ab einem bestimmten Grad des Sauerstoffmangels haben wir dann den unwillkürlichen Einatmungsversuch, der durch den Hirnstamm gesteuert ist. Und dann wird eben das Wasser eingeatmet und in den Lungen gesammelt. Nun kommt Panik auf. Der Schwimmer kann Mund und Nase nicht mehr über Wasser halten. Das Wasser strömt durch die Luftröhre bis tief in die Lungenflügel. Um Hilfe rufen kann das Opfer nicht. Dazu fehlt ihm der Atem. Ertrinken, fast immer ein stiller Tod. Das gilt auch für die Todesursache Erfrieren. Aber nur wenige können berichten, wie es sich anfühlt, nahe am Kältetod zu sein. Thomas Burger hat diesen Albtraum erlebt. Mit einem Freund steigt er im August 1983 in die Eiger Nordwand. Plötzlich schlägt das Wetter um. Ein Schneesturm kommt auf. Wir wussten, dass wir es wohl nicht mehr schaffen. Wir müssen sofort runter. Irgendwie überstehen eine Nacht und am nächsten Tag raus. Doch die Männer sitzen tagelang im Eis fest. Wir waren völlig durchnässt. Irgendwie hat man versucht, sich warm zu halten, aber es war nicht möglich. Dieses Körperzittern, das hört einfach nicht auf, das geht über Stunden. Aber irgendwann lässt dieser Schmerz nach. Das ist wohl der Übergang vom Frieren zum Erfrieren. Also dort, wo es für die Gliedmaßen gefährlich wird, tut es irgendwann nicht mehr weh. Das ist ein Warnzeichen. Aber in dem Moment bist du einfach froh, dass es nicht mehr weh tut. Die beiden Männer treten in eine typische Phase des Erfrierens ein. Umfassende Erschöpfung, gepaart mit Orientierungslosigkeit. Man wird immer träger im Denken und irgendwann sind wir auch komplett abgedriftet. Ich weiß, der Holger wollte irgendwann loslaufen, weil er mitten in der Wand ein Haus gesehen hat, das beleuchtet ist. Und ich muss ihn zurückhalten, damit er nicht einfach losgeht. Bald verlässt die Bergsteiger die letzte Kraft. Herzschlag und Atmung setzen phasenweise aus. Thomas Burger glaubt, sein bewusstloser Freund sei tot. Es ist eine sehr langsame Art des Sterbens und das birgt natürlich eine gewisse Grausamkeit. Ich konnte keinen Puls mehr fühlen, ich habe nur noch das Weiße in seinen Augen gesehen. Und da ist für mich schon noch mal eine Welt zusammengebrochen, jetzt den Partner nicht mehr zu haben. Unter 30 Grad Körperkerntemperatur ist das Herz das schwächste Glied. Das Herz muss Ströme leiten und die Zellen in der Herzmuskulatur, die diese Ströme leiten müssen, haben eben Probleme mit zu niedrigen Temperaturen. Und deswegen ist also der häufigste Tod dann bei der Unterkühlung, das sogenannte Kammerflimmern, dass also dann die Herzströme nicht mehr richtig geleitet werden. Doch wie durch ein Wunder überleben beide Männer. Die Bergwacht findet sie nach 9 Tagen im Eis. Ja, aber diese Erlebnisse prägen natürlich ganz, ganz tief. So eine Nahtoderfahrung, das kann man nicht komplett verarbeiten. Das wird immer ein Teil von mir sein. Und das ist natürlich mit dieser Eiger Nordwand verbunden. Thomas Burger hat große Teile seiner Füße verloren. Ein Jahr lang lag er im Krankenhaus. Dank spezieller Schuheinlagen kann er heute wieder in die Berge.
Sterben an Kälte, Wasser, Feuer. Seit jeher ist der Mensch den Elementen ausgeliefert. Der Evolutionsbiologe Eckhard Wohland untersucht anhand alter Kirchenschriften, woran Menschen gestorben sind und wie lange sie gelebt haben. Er forscht nach dem biologischen Sinn des Sterbens. Wir brauchen eine wissenschaftliche Antwort auf die Frage, wieso Menschen eigentlich sterblich sind. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass sie sterblich sind, denn die Natur lehrt uns, dass es Organismen gibt, die potenziell unsterblich sind. Und die Frage ist, was bedeutet das für uns Menschen? Aus den Kirchenschriften rekonstruiert Eckhard Wohland die reproduktionsstrategischen Entscheidungen unserer Vorfahren. In welchem Alter heirateten Menschen im 18. und 19. Jahrhundert? Wie viele Kinder bekamen sie? Wohlands Erkenntnis, die Evolution hat den Menschen darauf getrimmt, um jeden Preis seine Erbinformation weiterzugeben. Für die Gene ist es vorteilhaft, in jungen Jahren sich gut durchsetzen zu können und nicht im Alter. Denn wer weiß, ob man tatsächlich alt würde, weil der Katastrophentod, der lauert ja überall. Man kann gefressen werden, man kann vom Baum fallen, man kann verhungern, man kann ertrinken. Und wir beleihen sozusagen unsere Zukunft, indem der junge Körper optimal eingerichtet wird. Und der Preis dafür, den zahlen wir mit dem Alter und dem Tod. Doch weshalb kommt der Tod meist erst im hohen Alter? Warum lebt der Mensch oft noch für Jahrzehnte weiter, auch wenn er keine Kinder mehr zeugen kann? Für Wohland liegt die Lösung dieses scheinbaren Widerspruchs in der sozialen Natur des Menschen. Mehr als 30.000 Familienschicksale hat der Anthropologe im Computer rekonstruiert und dabei zeigen können, Omas spielen eine wichtige Rolle. Die Großmutterhypothese postuliert, dass es ein Leben nach Beendigung der Fortpflanzungszeit gibt, weil von dort Hilfe ausgeht für die Fortpflanzung der eigenen Familie. Um es ein bisschen nüchtern, pragmatisch, sachlich zu formulieren, die Gene der alten Frauen helfen Kopien ihrer selbst in den jungen Frauen, eine Runde weiterzukommen im Evolutionsspiel. Die alten Stammbäume bestätigen das. Hilft die Oma mütterlicherseits in der Familie, verbessert das die Überlebenschancen der Enkel. Evolutionsbiologen betrachten das Leben mit nüchternem Blick. Das Schicksal des Einzelnen spielt in der Evolution keine Rolle. Im Hospiz ist es genau umgekehrt. Der Pfleger Thomas Rettenmeier gestaltet einen Abschiedstisch. Für alle im Hospiz ein Zeichen dafür, dass vor kurzem ein Hospizbewohner gestorben ist. Blumen und persönliche Gegenstände so arrangiert, wie es dem Verstorbenen gefallen hätte. Auch Bianca Scholten lebt mittlerweile nicht mehr. 10 Tage nach dem Interview, am 22. September 2014, ist sie gestorben. Das Bild, das wir von ihr gedreht haben, hatte sie für ihre Trauerfeier ausgesucht. Bianca wurde nur 39 Jahre alt. Um sie trauern ihre Eltern und ihre Schwester. Bedenkt den eigenen Tod, den stirbt man nur. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Jeder, der schon einen lieben Menschen in seinem Leben verloren hat, weiß genau, was diese Worte bedeuten. Es gibt so viele Arten, mit Tod und Sterben umzugehen, wie es Menschen gibt. Und es ist immer wieder aufs Neue überraschend, welche Strategien, welche Art und Weise Menschen finden, um mit dieser Tatsache umzugehen.
Im Hospiz nehmen sich Pfleger und Angehörige die nötige Zeit, um sich von dem Verstorbenen zu verabschieden. Der Tote wird in seinem Zimmer aufgebahrt. Raum für Erinnerungen und Trauer. Man lässt es ausklingen, das Leben. Draußen wird oft diskutiert darüber, aber hier wird es konkret. Leben ist endlich, das sollte man irgendwo bewusst haben. Man sollte es versuchen, so zu integrieren in das, was Leben ist. Ohne es jetzt, man sollte keinen Kult daraus machen, aber es gehört dazu und es ist sinnvoll, sich damit zu beschäftigen. Einen Menschen im Sterben begleiten, das ist besonders für Angehörige schwer. Sie haben viele Fragen. Was passiert eigentlich am Ende des Lebens? Ein Schauspieler stellt für uns einen typischen Verlauf der letzten Stunden nach. Was viele falsch einschätzen, ein Sterbender hat zuletzt kaum noch Hunger oder Durst. Zu viel Flüssigkeit kann sogar schaden. Vor dem eigentlichen Tod setzen die Organe nacheinander ihre Funktion aus und eine der ersten sind die Nieren. Das heißt, diese Flüssigkeit geht in den Körper rein, kann aber nicht mehr raus, lagert sich ins Gewebe ein und da vorwiegend in die Lunge. Das heißt, wir haben Wasser in der Lunge und haben damit eine Erstickungssituation. Erfahrene Ärzte und Pfleger wissen die Zeichen des baldigen Endes zu deuten. Etwa das sogenannte Todesdreieck. Blässe um Mund und Nase. Der Mensch ist ganz blass. Die Versorgung mit Sauerstoff, das ist alles schon nicht mehr gegeben. Und das wirkt dann besonders deutlich, manchmal auch mit einem Hervortreten der Augen aus den Höhlen, dass man das besonders deutlich wahrnehmen kann. Und das wird oft in Verbindung gebracht mit dem nahen Tod. Bei einem anderen Zeichen, das am Körper auftreten kann, spricht man von Kirchhofrosen. Speziell an den Fingernägeln, an den Fußzehennägeln oder auch an den prominenten Gelenken wie Knie oder Ellenbogen, wenn da halt deutliche, dauerhafte bläuliche Verfärbung oder wir nennen es livide Verfärbungen sind, dann ist das oft ein Zeichen, dass da einfach die Sauerstoffversorgung immer mehr auf das Zentrum des Körpers geht. Und das ist oft ein Hinweis, dass es in absehbarer Zeit halt zum dem Ende zugeht. Bei einigen Patienten ist ein rasselnder Atem zu hören. Das ist oft belastend für die Angehörigen, aber erzeugt bei dem Sterbenden kein Leiden. Kurz vor dem Sterben befällt einem Menschen häufig innere Unruhe. Er macht fahrige Bewegungen, ist verwirrt. Manche versuchen sogar noch einmal das Bett zu verlassen. Dann wird der Atem unregelmäßig. Der Sterbende schnappt nach Luft. Das Herz-Kreislauf-System bricht zusammen. Der Mensch stirbt. Doch oft gibt es solche Anzeichen des nahenden Todes nicht. Alles passiert ganz plötzlich. Herzstillstand. Wenn das Herz eines Menschen aufhört zu schlagen, ist der Tod nur Minuten entfernt. Das Herz ist der Motor, der den Körper am Laufen hält, der die Organe mit Sauerstoff und Energie versorgt. Am empfindlichsten ist das Gehirn. Nach 3 bis 4 Minuten Herzstillstand ist es dauerhaft geschädigt. Durch den Sauerstoffmangel treten Enzyme aus, die die Gehirnzellen regelrecht auflösen. Sofort nach dem Stopp des Blutkreislaufs sinkt die Temperatur an der Hautoberfläche. Der Patient fühlt sich kühl an und ist blass. Nach 15 bis 30 Minuten sterben die Zellen des Herzens. Nach etwa 30 Minuten die der Nieren und der Leber. Bald darauf erscheinen Totenflecken.
Sie entstehen, wenn Blut und andere Körperflüssigkeiten durch die Schwerkraft nach unten sacken. 1 bis 2 Stunden nach dem Tod sterben die Zellen der Lunge. Mit dem Tod bricht der Zellstoffwechsel zusammen. Die Zellwände werden dünner und verlieren ihre Schutzfunktion. Bakterien können ungehindert eindringen. Stoffwechselprodukte werden nicht mehr abgebaut. Die Zellen verkümmern und lösen sich auf. Nach 2 bis 4 Stunden setzt die Totenstarre ein. Zuerst am Kiefergelenk. Die Muskeln des Körpers beginnen erst nach etwa 8 Stunden abzusterben. Magen und Darm arbeiten sogar bis zu 24 Stunden weiter, bis sie sich selbst verdauen und auflösen. Wenn ein Mensch verstorben ist, kümmern sich Bestatter wie Stefan Wortmann um die nächsten Schritte. Mehr als die Hälfte der Deutschen entscheidet sich heute für eine Feuerbestattung. Tendenz weiter steigend. Auch diese verstorbene Frau soll verbrannt werden. Damit die Angehörigen von der 87-Jährigen Abschied nehmen können, bereitet Stefan Wortmann den Leichnam vor. Er massiert die Hände, macht die Arme der Toten wieder beweglich. Die miteinander verschmolzenen Eiweiße der Muskelzellen sind bereits zersetzt. Die Totenstarre löst sich. Die Augen eines Verstorbenen, die offenen, können wir natürlich verschließen, indem wir die Augenlider nach unten führen. Es gibt auch Verstorbene, die haben die Augen auf und da können wir die Augenlider schwer verschließen oder sie gehen mit der Zeit wieder auf. Und da sagt man auch, dass diese Verstorbenen neugierig sind und noch mal was sehen wollen. Stefan Wortmann wäscht die Verstorbenen noch einmal, wenn sie zu ihm kommen. Obwohl sie in der Regel nicht unangenehm riechen. Das sei eines von vielen Vorurteilen, sagt der Bestatter. Es gibt ja auch die Mythen, dass die Haare und die Fingernägel weiter wachsen. Bei den Fingernägeln zum Beispiel kann man das erklären, weil die Fingerkuppen, die Haut geht etwas zurück und dadurch erscheinen die Fingernägel dann etwas länger. Der Kontakt mit toten Menschen sei für ihn ganz normal, sagt Wortmann. Vorsichtig kleidet er die alte Dame an. Sie starb im Seniorenheim. Dort trug sie stets Halstuch und eine Perücke. So soll die Familie sie in Erinnerung behalten. Für sämtliche Arbeitsschritte nimmt sich der Bestatter etwa 3 Stunden Zeit. Mit Hilfe dieser Konstruktion wird der Leichnam auf Knopfdruck angehoben, um dann in den offenen Sarg zu sinken. Eine Aufbahrung des Verstorbenen finde ich wichtig, weil es das letzte Bild ist, was man von dem Verstorbenen hat. Es gibt nochmal Vertrauen, wie ist er eingebettet, wie sieht er aus, geht es ihm gut, also in Anführungsstrichen. Und ich glaube, ja, es ist für die spätere Trauerarbeit auch ein sehr wichtiges Bild. In der Kapelle bleibt die Verstorbene nun für einige Stunden. Zeit für die Angehörigen, Abschied zu nehmen. Dann beginnt das Trauern. Jeder durchlebt diese Phase unterschiedlich. Guido ist seit wenigen Monaten Witwer. Er will vor allem die schönen Momente mit seiner Frau in Erinnerung behalten. Wir sollen Guido in diesem Film nur beim Vornamen nennen. Er will so auch die Privatsphäre der gemeinsamen Tochter schützen. Seine Frau war seit vielen Jahren schwer krank. Sie litt an einem seltenen Gendefekt. Zuletzt konnte sie nicht mehr gehen und sprechen, hatte starke Schmerzen. Sie entschied sich zu einem radikalen Schritt.
Sie wollte sich das Leben nehmen. Das war einfach so der entscheidende Punkt, wirklich so ihr Gesundheitszustand und die Perspektive, die sie hatte. Es war eben ihr Wunsch und ein absolut nachvollziehbarer Wunsch. Deshalb hat sie auch keiner versucht umzustimmen, sondern eher es so zu gestalten, dass es dann noch ein, nennen wir es mal, gutes Erlebnis war. Doch wie kann so etwas gelingen? Das Ehepaar beschloss, die letzte gemeinsame Reise nach Basel anzutreten. In der Schweiz ist möglich, was in Deutschland in einer rechtlichen Grauzone liegt. Der assistierte Freitod. Erika Preisig ist Ärztin und begleitet schwerkranke Menschen in den Suizid. Bei ihr fand auch das deutsche Ehepaar Hilfe. Ich finde es absolut schrecklich, dass Leute, die ihr Leben nicht mehr tragen wollen, entweder sich auf harte Weise suizidieren müssen, vom Hochhaus springen unter den Zug und somit andere Leute schädigen, oder in einem nicht reisefähigen Zustand in die Schweiz reisen müssen, um hier in der Fremde das Leiden zu beenden. Das ist absolut schrecklich. Die Ärztin führt keine aktive Sterbehilfe durch. Sie gibt ein Medikament in hoher Dosis über eine Infusion. Diese muss der Patient in vollem Bewusstsein selbst öffnen. Erika Preisig ist es wichtig, auf diese Weise ein friedliches Sterben im Kreise der Familie zu ermöglichen. Sie konnte Guido und dessen Frau überzeugen, auch die 14-jährige Tochter einzuweihen. Für mich ist ja der Unterschied zwischen Suizid und Freitodbegleitung genau das. Information, sprechen mit den Verwandten, mit den Angehörigen. Das ist für mich Begleiten. Und ich habe es unglaublich schön gefunden, dass die Tochter mitgekommen ist, dass die ganze Familie, drei Generationen mitgekommen sind. Und die Begleitung war für mich ein der schönsten. Um sich persönlich abzusichern, hält Preisig den freien Willen zum Suizid auf Video fest. So war es auch bei Guidos Frau. Sie konnte ja nicht mehr wirklich gut verständlich sprechen. Da war dann die Vereinbarung, dass sie halt mit dem Kopf nickt. Aber das hat sie auch mit einer Entschiedenheit getan und auch teilweise mit einem Lächeln auf den Lippen. So, sie hat nicht daran gezweifelt. Und auch Guido würde heute wieder genauso handeln. Vor allem die Tochter einzuweihen, sei richtig gewesen, sagt der Vater. So können die beiden offen über den Verlust sprechen. Ein Weg, um dem tabuisierten Thema seinen Schrecken zu nehmen. Ich muss gestehen, also es hat mein Verhältnis, glaube ich, zum Tod oder vielleicht auch zu dem Leiden, was irgendwie am Lebensende kommen kann, verändert. Und ich finde schon, dass die Selbstbestimmung eines Menschen so weit geht, dass er auch den Zeitpunkt seines Todes wählen können sollte. Seine Frau wäre lieber zu Hause gestorben. Doch in Deutschland ist der assistierte Suizid gesetzlich nicht geregelt. Das kritisiert auch der Palliativmediziner Gian Domenico Borasio. Er hat einen Gesetzentwurf für Deutschland erarbeitet. Damit will er Ärzte und Angehörige, die beim begleiteten Freitod helfen, vor strafrechtlichen Folgen schützen. Der Gesetzentwurf soll dazu dienen, die Prinzipien der Selbstbestimmung und der Fürsorge, beides schuldet der Staat seinen Bürgern, gleichermaßen zu berücksichtigen. Was wir möchten, ist, dass die Menschen,
die Möglichkeit haben, über ihre Suizidwünsche offen mit den Ärzten zu reden. Offen über das Sterben reden. Das ist wünschenswert, nicht nur in Extremfällen wie dem begleiteten Suizid. Tabus überwinden, dieses Gebot gilt auch für die Zeit nach dem eigenen Tod. Immer mehr Menschen haben den Wunsch, selbst zu bestimmen, was dann mit ihrem Körper geschieht. Und viele wollen etwas Sinnvolles damit tun. Der Wissenschaft dienen oder wie hier, der Ausbildung junger Ärzte. Die Medizinstudenten halten zum ersten Mal ein menschliches Herz in den Händen. Jedes Jahr spenden etwa 100 Menschen ihren Körper dem Anatomischen Institut in Greifswald. Die Spendenbereitschaft ist so groß, dass die Universität die Annahme zuletzt sogar einschränken musste. Ein bundesweiter Trend. Die toten Körper werden präpariert und dienen 2 bis 3 Jahre lang der Ärzteausbildung. Karl-Hans Endlich leitet die Studenten an. Bereits im ersten Semester erkunden sie den menschlichen Körper Schicht für Schicht. Diese Erfahrung könne kein Modell ersetzen, meint Karl-Hans Endlich. Das Besondere an dem Kurs ist sicher, er steht am Anfang des Medizinstudiums. Und das ist der Kurs, bei dem die Studenten wissen, ich werde Arzt, ich arbeite am Menschen, mit Menschen. Ich glaube, dieses Wissen ist sicher das Besondere an dem Kurs. Dazu kommt natürlich tatsächlich noch der Kontakt mit einem Verstorbenen. Im Greifswalder Dom will sich Karl-Hans Endlich für jede einzelne Körperspende bedanken. Professoren, Studenten und die Angehörigen der Spender gedenken in dieser Feierstunde der Toten. Für die jungen Mediziner wird der Umgang mit Sterbenden später selbstverständlicher Teil ihrer Arbeit sein. Sie lernen Gelassenheit im Umgang mit dem Thema Tod. Gelassenheit, die uns allen gut anstehen würde. Menschen suchen immer nach Sicherheit. Aber die einzige Sicherheit, die wir im Leben haben, ist, dass wir sterben werden. Und deswegen kann es vielleicht manchmal ganz hilfreich sein, sich das eigene Leben aus dem Blickwinkel dieser einzigen Sicherheit anzuschauen.